Oje. Oh, hier sind wir wieder. Was ist ein Ton hier? Ja, da sind wir wieder bei Ark. Ja, ihr seht richtig. Ich starr gegen Holzwände, aber Moment. Tada! Wir fahren wieder Floß. Richtig. Und wir haben uns gedacht, wir durchforsten jetzt doch mal die andere Höhle. Ach, oder? Wie schön, hier auf dem Fluss. Ja, genau. Und zwar waren wir da beide noch nicht. Die soll auch in der Nähe sein hier. Ich weiß auch, wo sie etwa ist. Wir müssen nur gucken, dass wir sie auch finden. Ja, naja. Das ist die erste große Aufgabe. Finde die Höhle und danach überlebt die Höhle. Ja. Genau, und finde wieder raus dann. Ja, genau, und finde wieder raus. Aber eine Floßfahrt am Anfang entspannt erstmal ein bisschen. Da nein, kommt man ein bisschen runter, was los? Einmal gerammt, ich habe einmal die Felswand gerammt. Ach, solange kein Wolf ins Wasser fällt, ist alles gut. Ja, es war knapp. Aber hier konnte man mit den Wölfen auch gut rausschwimmen, das klappt ja. Guck mal, da sind noch unsere Freunde von letztem Mal. Na, wo dann? Nein, ich meine nicht die Schildkröte, sondern hier rechts am Strand. Die Patschehändchen? Ja, und der Affe ist auch noch da. Ah ja, ja, da hinten. Dann, ja, so viel Zeit ist zwischen den Aufnahmen jetzt gar nicht vergangen. Oh Gott, ist das ein Sumpf hinten? Könnte sein. Oh je. Wir sollten bald an Land gehen hier. Oh jo, guck dir diesen Fisch an. Wo ist denn dann, Digga? Diesen Nein. Fisch. Siehst du nicht? Nö. Hinter uns. Du guckst doch direkt drauf zu. Du guckst doch direkt auf. Ah ja. Jo, der ist viermal so groß oder so wie du. Oh Gott. Wenn der wegschwimmt. Guck dir das an. Wie schnell der ist. Ich hab ihn gesehen. Geh mal kurz vom Steuer weg. Ich möchte mal. Ich mal aufs Floß. Ach so, hier klar. Schnell kann. Da hinten ist ein Kanu, ne? Der frisst gerade unsere Freunde auf. Ja, ich glaube, entweder überlebt der Kanu nicht oder die Freunde überleben nicht. Ein Freund ist schon tot. Ja, das ist tatsächlich im Fluss. Oder in der Nähe vom Fluss, zeig mal. Ja, doch, es scheint im Fluss zu sein. Dann sollten wir uns vor Leeches in Acht nehmen. Oh, im Fluss. Hier, im Sumpffluss. Im Sumpf, Fluss gesagt, ne? Ja. Meine eigentlich Sumpf. Ach so. Ah ja, die Wölfe... Allosaurier gesehen, glaube ich, da oben. Also, glaube ich. Vorsicht. Wir sind auch jetzt ganz gut, aber hier müssen wir trotzdem ein bisschen Acht geben. Am besten. Guck mal, da kann man hoch. Am besten in den Westen. Wir legen hier an, ne? Ne, da kann man. Das ist gar nicht zum Anlegen, das ist. Oder? Ne. Ach Gott, oh je. Ich befürchte hier Schlimmstes. Ja, ich auch. Hier schon unten. Ja, ich muss die vier mal holen. Oh, jetzt habe ich Feuer angemacht. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, oder? Warte mal, die kann da eigentlich mitschwimmen. So. Müsste eigentlich gehen. Aber ich glaube, wir können hier eh nicht mehr weiter, ne? Nee, ich glaube. Jetzt ist der andere Kollege auch da unten. Ja, ja. Bevor die wieder. Oh, da ist irgendwas. Nein, ein Leech, ich wusste es. Oh nein, die sollen nicht krank sein. Und Mega Piranhas sind hier auch. Mega Piranha, egal. Kriegen wir kaputt. Habe ich schon zwei Leeche. So. Muss ich erstmal abmachen hier. Müssen wir nur das Floß nachher wieder finden, ne? Ja, ich weiß, wo es ist. Ich muss erstmal die Leeches wegmachen. Gillig. Okay. So. Und hier oben muss das irgendwo sein. Da ist eine Titanoboa. Ja, und ein Sarko. Oh, nee, das ist geil. Doch. Meinst du, den kriegen wir? Ja, oder? Ja. 45. Die Würfe sind ja extrem. Sind ja Pros. Guck mal, wie schnell das ging. Ja, ich weiß. Also früher mit den Spinos einfach gedacht, boah, uns kann keiner was. Und jetzt mit den Wölfen, boah, uns kann keiner was. Na, das denke ich nicht, aber wir sind saustark. Das denke ich schon mal. Ja. Ich glaube, die Spinos sind zwar stärker, aber die Wölfe sind auch saukrass. Ja, also wenn man vier Wölfe hat, so ein Pack oder so, dann kommt es mal locker an. Ja, ja. Auf zwei Spinos ran. Guck mal, hier, das sieht schon ein bisschen nach höhlenmäßig aus eigentlich, ne? So, ja, so hier, soll die irgendwo in der Nähe sein, hast du gesagt, ne? Ja. Also wenn wir sie jetzt gar nicht finden oder so, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Da
Dann müssen wir mal im Internet gucken. Ich würde sagen, wir bleiben auch zusammen. Ich bleib mal bei dir. Nicht da. Ach, guck mal, da ist es schon. Wo? Hier oben. Ah, super. Ich wollte gerade fragen, was ist das Internet, oh, aber... Da ist was. Stimmt. Na, so eine Dreckslibelle. Ich habe letztes Mal so eine alte Folge von uns angeguckt, ne? Ja. Weil ich so Images machen wollte. Mhm. Und in einer Folge sind uns die Libellen ja sowas von auf die Nerven gegangen, wo du einen Bären gezähmt hast. Oh je, ja. Da ist auch mein Quetzal gestorben, glaube ich, bald kurz darauf. Ja, ja. Okay, jetzt vorsichtig, ne? Ich mache meine Fackel an. Oh, jetzt hat es bei mir auch gerade derbe geruckelt. Bei mir geht gerade gar nichts mehr. Wahrscheinlich, weil die gerade ziemlich groß ist oder so. Ja, das sind nur Vermutungen. Okay. Okay, verpasst habe ich, glaube ich, jetzt 9 dabei. Das heißt, so 20 Minuten könnten wir rumchillen mit der und mit, also wir und die Wölfe. Ja. Ich habe auch noch 2 Käferpasten da dabei. Gehen wir erstmal hoch. Jo. Ja, cool. Da geht einiges. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal die Höhle und die Gegner, die respawnen ja eh schnell. Wir gehen erstmal ein bisschen ohne Käferpaste hier rum, okay? Ja, ich will mich kurz orientieren hier. Wo ist denn jetzt der Ausgang nochmal? Wenn wir jetzt hier lang gehen, ne? Also ich möchte auf keinen Fall nichts hier rausfinden, dann ist nämlich die 4 im Arsch. Das wäre sehr scheiße. Ja, wir müssen uns irgendwie orientieren. So, hier geht's nämlich nicht raus. Wie sieht's hier oben aus? Wir haben auch jetzt kein Bett an den Anfang gestellt, ne? Ach ja, ich habe aber eins dabei, falls wir noch den Ausgang finden. Ja, wir jetzt müssen gerade, ihn finden. Dann können wir das oben noch hinstellen. Warte mal, hier? Nee, doch, nee. Wo machst du jetzt lang? Wir sollten schon ein bisschen zusammenbleiben, denke ich. Da hinten bist du, ja? Ich komme mal zu dir. So. Da ist nix. Ich dachte, ich wäre wieder eine Wand verbuggt. Oh, Gott sei Dank. Kommst du mit? Ja, immer mit der Ruhe. Gut. Immer mit der Ruhe, so. Müssen wir erstmal den Ausgang finden. Ich glaube, wir sind hier lang gekommen, ne? Und ich war gerade da oben. Ich glaube, wir sind hier unten lang gegangen. Ja. Hatte ich, glaube ich, an der Stelle gesagt, lass uns hochgehen oder so. Sicher? Dann müssten wir hier runter. Oh, geschießt? Nee, hier sind wir falsch. Hier waren wir noch nicht. Hier gibt's so eine Alien-Scheiß. Oh Gott. Gehen wir nochmal hoch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Irgendwo, wir suchen erstmal den Ausgang lieber. Eigentlich könnten wir es auch mal aufzeichnen hier. Mal so ein Zettelchen nehmen. Und die Zettelchen geht nicht. Da steht schon alles drauf. Hier vielleicht mal so ein bisschen aufzeichnen, ne? Wenn wir vom Anfang an heruntergehen. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich suche bloß konzentriert den Ausgang. Bist du an mir vorbeigelaufen eben? Mhm. Okay, dann komme ich nach. Da, warst du da gerade? Nee. Wo ist hier? Nein, nicht abhauen, wo bist du? Hier, hä? Hier ist ein Morphodon drin. Ja, kann sein. Ich glaube, ich habe einen Ausgang. Da war aber kein Dimorphodon. Doch, ich habe ihn. Da regnet es nämlich gerade. Hier, oh Gott, jetzt haben wir uns verloren. Mist, nee, da bist du hinten, komm mal her. Ich war da vorhin, wo du in der Wand gesteckt hast. Du hast hier, ich habe eben deine Fackel gesehen. Ach, okay, ich habe sie auch gerade gesehen. Wir müssen... Hab. Hier und hier lang. Muss man aber ein bisschen Geduld haben, den Ausgang zu finden, ja. Dann würde ich sagen, wenn ich hier hochgehe, hier geht's hoch, ja? Ja, hier sind wir draußen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das Bett, da wo ich eben gerade gewesen bin, vor den richtigen Gang. Ja. Dass wir da nicht im Kreis rennen, so wie eben. Oh Gott, es ruckelt. Immer wenn ich wieder raus und reingehe, ruckelt es heftig. Also hier würde ich sagen, mache ich es einfach hin, ne? Okay. Wir können ja schön in die Höhle bauen. Dann machen wir es. Oh, nee, darf ich nicht. Wieso? Keine Ahnung. Oh nein. Geh mal ein Stück. Ich hab's doch eingestellt. Vielleicht ist der Boden zu doof oder so. Nee, aber darf ich nicht. Oh. Hier darf ich nichts bauen. Fundament geht nicht. Ich probier's dann am Höhleneingang. Oh, da ist echt ein Dimorphodon. Das ist ein Level 20er.
Er ist hier wohl einfach reingeflogen, denke ich mal, von draußen. Ja, ja, glaube ich auch. So, ich kann es nirgendwo mehr bauen. Auch nicht hierhin? Nee. Hä? Das war seltsam. Kann man nichts mehr bauen oder was? Ja? Das geht? Hä? Hier kann ich nichts bauen, das darf ich nicht. Da hast du ein Fundament, aber erst nicht gleich das Bett, ne? Ah, ein Fundament. Ich bin ja nicht doof. Nee, kann ich nicht. Vielleicht. Das gibt's doch nicht. Ganz normales Fundament. Ich kann es auch draußen nicht mehr bauen. Also, vielleicht ist es. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Irgendwie ein Baufehler? Keine Ahnung. Also, hier ist das Fundament. Ich schmeiß es mal ab, ja? Will ich mal gucken, ob ich es bauen kann? Ich schau mal, ob es bei mir geht. Und? Struktur ist hier nicht möglich, steht bei mir überall. Ja, und auch draußen auch. Komischerweise. Warte, das will ich jetzt mal nochmal draußen testen. Ja, 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 steht bei mir jetzt auch. Ich weiß nicht, vielleicht wenn wir eine Zeit ein ganzes Stück weg. Ah, Fackel ist kaputt, was brauche ich zum Reparieren? Nee, geht Holz. Wirklich nicht. Warum habe ich euch denn Holz? Scheiß. Ich habe viel Holz mitgenommen. Das war fies. Da. Weiß ich auch nicht. Jo. Ich gebe dir es wieder. Ich brauch's ja nicht, aber trotzdem irgendwie sehr merkwürdig. Huch, ist das weg? Ach, da ist es. Da müssen wir jetzt aufpassen. Ich zwischendurch nochmal versuchen, ob ich es vielleicht drin noch irgendwo bauen kann, aber... Tja. Müssen wir mal nachher probieren, ob es überhaupt im Spiel noch, ob man im Spiel überhaupt nochmal bauen kann. Ja, hier kann man nicht bauen. Aber was machst du denn? Wieso folgt dir... Ja, doch, hier kann ich wieder bauen. Wieso folgt dir denn der Wolf auf einmal hier? Nee. Hab ich doch vorhin gepfiffen. Dann baue ich es mal hier draußen. Ich hoffe einfach mal, das macht keiner kaputt. Hier geht's plötzlich, ja. So. Wahrscheinlich kann man irgendwie, hast du vielleicht nicht für alle Höhlen angestellt oder so. Dann pfeif ich deinen Wolf mal ab. Wenn du das nicht willst, dass du mir folgst, dann pfeifen wir den ab. Das geht ganz einfach. So. So, dann gehen wir erstmal rein. Wie gesagt, genau. Wir erkunden erstmal so die Höhle, ohne die Käferpaste. Denn die Mauer wurde den Schnecken mal weg, ha? Aber schweres Schicksal hier. Ich werde sein Leben lang hier unten in der Höhle rumfliegen. Ja, wahrscheinlich. In die Wand fliegen. Jetzt hänge ich fest. Jetzt geht's wieder. Okay, jetzt müssen wir uns den Weg nach oben wirklich merken. Weil die Höhle scheint mir etwas größer zu sein. Hast du Material für irgendwas? Für eine Standfackel habe ich Material? Mache ich mal zwei. Ich habe leider nur für meine Fackel Material genügend dabei. So, eine. Ich würde mal hier vorne... Da kann ich jetzt hier was... Nee, hier kann ich ja nichts bauen. Stimmt. Also können wir auch keine Standfackeln machen. Stimmt. Merkwürdig. Naja. So, wir merken uns hier, ist es... Blau und in der Mitte sind Stalaktiten. Ja, und ich merke mir einfach hier, dieses Ding sieht aus wie so eine umgekippte Statue mit Füßen da unten. Das sind die Füße und da oben geht es dann hoch. Und so eine Kreuzung ist es ja hier praktisch. Ja. Und eine Gabelung, so eine blöde Gabelung. So. Dann mal los. Bin mal gespannt, was für eine Stufe die Gegner dann hier haben, die Dinos. Die Fackel nicht mehr. Die ist hell genug. Ja, haben wir noch keine gesehen, außer den Dimor. Und der gehört ja nicht wirklich in die Höhle rein. Hier ging es gerade nicht weiter, jetzt geht's weiter. Immer tiefer, immer weiter runter. Die ist ganz schön tief, die Höhle. Ja, ja, ich merk's. Hier unten muss man, glaube ich, ein bisschen... Oh, ja. Blauer Affe. Ich hoffe, das ist noch keine Jump-and-Run-Höhle. Doch, sieht so aus. Ja,
Da kann man ja einfach drüber laufen. Guck dir das mal da hinten an. Oha. Das ist ja nicht schwer. Krass. Was meinst du? Dieses Alien-Teil oder was? Nee, ich trau mich halt hier rüber. Fledermäuse gibt's. Ja, da fällt man nicht runter. Wirklich? Ja, du kannst auch langsam laufen. Musst du nicht rennen. Hey, was machst du? Mir sieht es aus, als würdest du fast runterfallen. Boah, okay. Gott sei Dank. Meine Hände haben geschwitzt. Ja, ich mag solche Jump'n'Run-Einlagen gar nicht. Man hat doch ganz viel Gefühl in der Maus. Da passiert doch nichts. Guck mal, da hinten sind von diesen seltsamen. Oh je, Fledermäuse. Oh, eine 65er Fledermaus. Ich sehe es. Huiuiui. Weiter? Gehen wir erstmal weiter, ja. Ist wahrscheinlich gleich die ganzen Sachen wieder kaputt. Erstmal die irgendwie wegsnacken. Oha. Versteck mich mal hinter dem. Nicht spucken, ihr kommt nicht. Oh, der Spucker ist, der 33er Spucker ist ganz schön derbe. Ist er noch da? Nee. Jetzt ist er weg. Ah, er hat natürlich wieder was kaputt gemacht. Ich muss mal kurz reparieren. Ja, stimmt, da hinten sind die Fledermäuse, hast recht. Das Höschen und alles andere ist eigentlich auch schon kaputt. Das kann ich auch schon mal referieren. Oh, Level 65 Fledermaus. Also hier müssen wir definitiv sitzen bleiben auf den Hunden, ansonsten verschwinden die nämlich im Abgrund. Hier müssen wir auf den vielleicht runter hier. Hier müssen wir auf den Wölfen bleiben. Ich denke, wir werden hier auch erstmal nichts tamen, würde ich sagen. Magst du die haben, die Fledermaus? Nein. Ich glaube, das würde gehen. Die machen wieder die Sachen kaputt. Will nicht gleich meine Sachen kaputt gehen. Oh, ich bin fast tot. Also mein Wolf ist fast tot. Was? Ehrlich? Ja. Also nicht fast tot, aber der hat die über die Hälfte schon verloren. Zeig Alter mal. Schwede. Schwede. Hui. Also hier geht's ab. So, kriegt man jetzt ein bisschen Fleisch. Extra. So. Achso. Bin ja auch schon fast 2 Stufen gestiegen gerade. Die Höhle mit dem Wolf. Also wenn es zu krass wird, begeben wir uns wieder raus, okay? Ist das der 65er, der da noch ist? Na, jetzt ist glaube ich egal. Oh, die haben Schiss, wenn die alleine sind, kann das sein? Nee, der wird gerade von der Titan... Nee, das ist eine Titanoboa, pass auf. Die haben... Warte mal, ist das der 65er? Der verzieht sich da hinten in der Ecke. Jetzt kommt er. Nee, ist Level 4er. Oh, die machen ganz gut Schaden, ne? Das ist wie so ein Dimorph. Ziemlich schneller an. Deswegen hast du auch so wenig Lebensenergie eben noch gehabt, wahrscheinlich. Der Wolf hier, ja. Dann sind die 4. Die werfen auch manchmal was ab, oder war das die Frau Boa? Die Frau Boa Konstriktor. Titano Boa. Zeig mal. Was liegt denn da? Ja, zeig mal, was liegt denn da? Oh ja, Betäubungspfeile sind immer willkommen. Ist hier weiter? Ja, ich weiß nicht. Hier ist eine Fledermaus um die Ecke. Pass auf. Geh du gerne vor. Ich bin noch ein bisschen verletzt. Ich folge dir auf den Fuß. Wir gucken uns einfach um, wie gesagt. Oh, hier ist mir jetzt richtig kalt. Ich gehe lieber langsam voran. Ich renne jetzt mal nicht, ne? Nur so zur Info. Da vorne sind wieder Fledermäuse. Und ein Dungbeetle. Ich würde sagen, den Dungbeetle schnappen wir mal schnell. Da kommen jetzt auch schon die ersten 2 von denen. Na, da kommen sie schon. 21. Uiuiui. Eigentlich mal hoch. Leute, braucht kein Mensch. Er macht mich sauer. Da vorne sind auch wieder, aber diesen. Oh, ein 51er Skorpion, pass auf. Das waren die Titanoboas, ne?
Ja, erstmal die. Aber so hoch, die Fledermäuse machen krass Schaden, aber viel höhere Level haben die Dinos hier jetzt auch nicht mehr. Ja, wir treffen die halt nicht so gut, ne? Das ist so ähnlich wie die Morphos. Oh, oh. Das ist super. Oh, ja, oh. Ja, stimmt. Also, aber es sind halt wesentlich mehr, oder? Ja, das schon. Deswegen haben die gesagt, mit den Seeplern. Oh, oh, ich bin bald tot. Sophia ist bald tot. Ich muss mal kurz wegrennen. Ja, ja, pass auf. Oh je, die machen voll viel Schaden, Mann. Hier stirbt gleich. Oh Mann. Wieso machen die. Wieso krieg. Ja, mein Wolf ist kaum verletzt. Ja, ich werde ständig angegriffen. Du musst da mal nach vorne. Mach ich doch. Ja, dann machst du jetzt mal hier die Runde. Die Spitze eine Weile. Da kann ich mich ein bisschen ausruhen. Fleisch ist bald verbraucht. Vielleicht hätte ich doch die Blutbeutel mitnehmen sollen. Hier, dann hol dir das Fleisch von den Titanoboas hier. Ist das sicher hier, ja? Nee, da hinten ist ein Skorpion. Und noch Fledermäuse. Ich geh mal vor. Aber die haben eigentlich schön viel Fleisch. Vorsichtig, ne? Die sind ganz schön stark. Ich warte so besser auf mich, dann sind wir uns bis immer nicht mitbewusst. So, jetzt habe ich ja wieder viel. Wenn man es selbst abbaut, dann hat man auch ordentlich was. Wollen wir weitergehen oder lieber wieder zurück? Ja, ich würde auch noch weitergehen. Ist halt ein bisschen von der Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen weg und oder halt Fleisch so abbauen. Ja. Nicht immer alles wegsnicken mit den Wölfen, die kommen, also. Jetzt, wo er Schaden bekommen hat, kommt er nicht ganz hinterher. Mit dem Fleischfarben. Moment. Ich klemme hier. Ach, das sind Dung Beetle, die sind gut. Aber ich glaube, hier ist eh eine Sackgasse. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, da hinten ja. Ist noch so ein Eingang, da warst du drin. Jo. Ah, nee, hier nicht. Okay. Also ja, aber da geht es auch nur, glaube ich, nur um die Kurve. Nochmal. Ja, da kommt man so nicht durch mit hier. Vielleicht auch so nicht. Weiß ich nicht. Brauchst ein bisschen Fleisch? Ich hätte vielleicht noch was. Vielleicht habe ich auch noch was im Inventar. Oder ist mein das Wolf. Da was zu plündern da oben? Wie bitte? Muss man da vielleicht hochspringen, um da was zu plündern? Das ist krass, was ist das denn? Nö. Sieht ich aus. Brauchst du ein bisschen Fleisch? Ne, ich habe jetzt noch, danke. Okay. Hier sind Prime mit noch. Jam, 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 jam. Also hier ist wirklich Sackgasse, hier geht's nicht lang. Ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier noch was plündern dürfen oder so. Ja, aber sieht wohl nicht danach aus. Und Dings. Da geht's noch lang, aber nur Kristall. Obwohl Kristall könnte man eigentlich mal ein bisschen abbauen. Wir brauchen ja viele Flaschen, haben wir festgestellt, also viele Gläser haben wir festgestellt. Ja, ja. Um das Bier abzufüllen, ne? Jo. So. Jetzt hänge ich hier drin fest. Jetzt geht's. Alles klar, gucken wir mal weiter. Hier ist wohl Ende, ja. Hier ist, glaube ich, wirklich nichts mehr. Da, so. Ich gehe mal vor, oder hast du jetzt wieder Lebensenergie? Hat sich ja noch gegabelt. Stimmt, hier unten ist es noch lang, ne? Ja, du kannst gerne noch vorgehen. Mir fehlt ungefähr immer noch so ein Drittel. Okay. Ah, hier geht's runter. Müssen wir aufpassen. Guck auch mal auf deine Lebensenergie, ne? Ja klar. Das geht momentan sehr gut. Ich meine, auf Distanz halt. Ohne Stufe bin ich gestiegen, schön. Ist nur was auf Leben. Wie ist eine Truhe? Oh ja. Armspunkte! Ach Gott, dieses kleine Vieh. Aber ich finde das Bild da oben in der rechten Ecke so süß, wenn er mit dem Vieh schmust. Ja, ja. Auf dem Bild ist aber
wesentlich größer. Ja, das stimmt. Das ist echt. Na, immerhin wieder was gefunden. Oh. Bald haben wir das meiste hier erkundet bei bei Ark, finde ich. Boah, es gibt ja auch noch viel. Wir haben auch noch keinen Boss gesehen. Ja, das noch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Höhlen gibt es? Also viele. Da hinten sind Flügel, pass auf. Ja, ich sehe es. Das mit dem Wegrennen war vielleicht vorher nicht schlau, weil wir haben da den Med-Boost verloren. Oh jo, sind es viele. Okay, so ist gut. Wenn wir so zusammenbleiben, ist... Hey! Skype-Dings! Ich krieg mich jedes Mal auf hier! Warum musst du es da am Bildschirm kleben? Bei mir klebt irgendwie nicht am Bildschirm, bei mir ist es im Hintergrund. Ja, es wäre schön, wenn es im Hintergrund wäre. Vielleicht, weil ich im Fenstermodus spiele. Muss ich mal vielleicht auf Vollbild spielen. Ja, ich spiele im Vollbild, vielleicht deswegen, ja. Wie sieht es mit deiner Lebensenergie aus? Irgendwas habe ich. Links. Unten. Irgendein Timer läuft da ab. Achtung. Ein Timer. Links unten. Links unten. Ja, das ist der Erfahrungsboost, oder? Ah, der Erfahrungsboost. Ach so. Ja gut, dann lasse ich den da. Ich hab schon Panik gehabt. Das war doch das letzte Mal auch da. Hast du das nicht gesehen, ne? Nee. Doch, hab ich gesehen, aber ich wusste nicht mehr... Ich kann nicht... Ich muss ein bisschen warten hier. Das ist ein bisschen zu schnell. Ich muss jetzt mal ein bisschen Fleisch nachfüttern. Gut, ich warte. Jetzt geht's. Jetzt können wir weitermachen. Ach so, und wieder Fledermäuse, ne? Wenn du einen Titanobohrer noch liegen siehst, wäre es mir sehr recht, wenn man die vielleicht mit der Spitzhacke oder so abfahren könnte, dann haben die nämlich mehr Fleisch. Ja, ich kann dir ein bisschen Fleisch geben. Ich habe so viel Fleisch über, der frisst das alles gar nicht bei mir. Ja, aber der ist auch schon verletzt. Ich sehe doch, der blutet. Ach, ein bisschen. Ja, doch ein bisschen, ja. Der hat 10% vielleicht von seiner Lebensenergie verloren, mehr nicht. Ja, wenn ich nochmal wenig Leben habe, also viel Leben so verloren habe, dann können wir das ja so machen. Hahaha, ausgetrickst. Oh, der wird der, na, 38, okay. Der normale Angriff, also der Nahkampfangriff, der macht einem die Sache nicht kaputt, ne? Nee, das ist nett. Das kommt Fernkampfangriff. Nee, komm, hier ist Champion One Einlage, da mach ich nicht mit. Hahaha. Ja, da müssen wir jetzt nicht lang, ne? Da ist es wahrscheinlich echt schlauer. Also vielleicht hier auch nicht, damit man nicht irgendwie hier ein Bett baut und dann immer wieder rüberjumpt und einfach sich wieder herstellt. Ich glaube, hier ist nämlich, wenn wir da weitergehen würden, wäre das Ende der Höhle. Ich glaube nicht, dass wir hier das Ende finden. Sicher, dass du da nicht rüber willst. Hast du Angst um den Wolf, oder was? Ja, aber die Wölfe können ja eigentlich sehr weit springen, ne? Ja, eigentlich schon. Aber, ich würde es dann wahrscheinlich von hier nach da versuchen. Aber wir können uns auch einfach nochmal so weiter umgucken. Ja. Da gab es noch andere Wege. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen darüber, wenn wir ans Ende der Höhle wollen. Garantiert. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Wir können uns ja, wie gesagt, erst nochmal hier umgucken. Vielleicht kann man ja von da unten auch wieder hochlaufen. Dann wäre das so ein Sprung. Könnten wir dann auch zumindest mal so probieren einfach. Ja. Jetzt wird es wieder eiskalt. Die Fackel. Also ich denke, ich nehme an, man hier kommt hier wieder hoch. Es kann natürlich sein, dass man stirbt, wenn man nicht ins Wasser fällt. Ja, das meine ich ja. Und dass der Wolf auch stirbt. Oder waren wir hier schon? Nee, da waren wir noch nicht, oder? Nein. Nice. Auch mal wiedergekommen. Der Unnück. Unnück. Was ist hier? Hier sieht es auch aus, als könnte es irgendeine Truhe oder so geben. Gibt es aber nicht. Das sind zwar immer Rezepte. Lazarus Chowder. Lazarus Chowder Rezept.